Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder ein Gesellschaftsspiel für euch. Es nennt sich Fibber. Gut geflunkert ist halb gewonnen. Bei dem Spiel geht es darum, seine Mitspieler zu veräppeln. Und zwar muss man verschiedene Karten legen und dann immer behaupten, dass das wahr sei. Und wer auffliegt, der bekommt sein Hütchen auf die Nase, so ähnlich wie bei Pinocchio, wo die Nase dann immer länger wird. Und wer ganz gut flunkern kann, also seine Mitspieler veräppeln, der bekommt dieses Hütchen natürlich nicht, weil die Lüge dann nicht auffliegt. Und derjenige, der die kürzeste Nase hat, gewinnt dann. Geeignet für Kinder ab 7 Jahren, hergestellt von Spin Master. Es können 2 bis 4 Spieler mitspielen. Sieht auf jeden Fall super lustig aus. Ich glaube, die Nase besteht dann so aus einzelnen bunten Bechern, die man so stapeln kann. Wir werden das Spiel Fibber jetzt mal auspacken und es uns genauer anschauen. Das Spielbrett habe ich jetzt schon mal aufgebaut. Hier in der Mitte steht Fibber. Fibber heißt so viel wie flunkern oder veräppeln. Dann haben wir hier so ein silbernes Hütchen, das ist auf dem Yeti. Außerdem haben wir noch einen Geist, einen Alien, eine Hexe und einen Drachen. Und diese Symbole finden sich auch in den Spielkarten wieder. Die Spielkarten werden gleichmäßig an alle Spieler verteilt. Dann setzt man sich so eine Brille hier auf. So sieht die aus. Hier auf der Nase kann man dann die Hütchen draufsetzen, also die Brille aufsetzen. Ich mache das mal eben. Oh, okay, ich kann auf jeden Fall noch durchgucken, denn hier sind keine Gläser drin. So, und dann fängt der jüngste Spieler an und rückt mit dem Silbernen nach vorne. Jetzt müsste er quasi eine Geistkarte legen. Wenn er eine Geistkarte hat, kann er die auf jeden Fall ablegen. Es muss auf jeden Fall immer mindestens eine Karte abgelegt werden. Wenn der Spieler allerdings keine Geistkarte hat, wie zum Beispiel diese Karten hier, dann müsste er quasi eine andere Karte nehmen, wie zum Beispiel eine Drachenkarte, das dann in die Mitte legen und sagen, ein Geist. Er könnte natürlich auch mehr als eine Karte legen. Er könnte auch sagen, das seien 3 Geiste, Geister. Wenn er allerdings dann vielleicht ein bisschen schlecht im Fibbern ist oder im Lügen, je nachdem wie man das sieht, dann könnte der Mitspieler sagen, oh, das ist gefibbert oder Fibber. Und dann müsste der Spieler die 3 Karten aufdecken. Und in dem Fall würde dann auffliegen, dass es nicht 3 Geister sind, sondern eben 2 Drachen und eine Hexe. Diese Karten müsste ich dann wieder aufnehmen. Wenn ich allerdings die Wahrheit gesagt habe, also wirklich dann da 3 Geister gelegen hätten, dann müsste der andere die Karten aufnehmen und auch noch so ein Hütchen auf seine Nase stecken. Wenn das Spiel vorbei ist, dann liegen hier gar keine Hütchen mehr, sondern nur noch der silberne Yeti. Und dann zählt es, wer am wenigsten dieser Hütchen auf der Nase hat. Also wenn man geflunkert hat, also gemogelt, einfach Karten behauptet hat, die hingelegt zu haben, die da gar nicht liegen, dann hat man entweder 2 Möglichkeiten, man fliegt auf, dann muss man so ein Hütchen nehmen, sich das aufsetzen und die Karten vom Ablagestapel nehmen, oder man fliegt halt nicht auf, wenn man besonders gut im Fibbern war, dann geht das Spiel ganz normal weiter und man bekommt dafür kein Hütchen und hat damit noch auf jeden Fall die Chance zu gewinnen. Ein sehr, sehr lustiges Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Vielleicht spielen wir das auch mal in einer Challenge. Dann könnt ihr uns beim Fibbern zugucken oder auch gucken, wie lang unsere Nase wird, wie bei Pinocchio zum Beispiel. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!